Hallo Leute, in diesem Video nur ein kurzer Einblick, wie man am einfachsten eine Hyper-V-Maschine mit der Microsoft Virtualisierungslösung sichert und gleichzeitig zu Demonstrationszwecken, wie man wozu man eigentlich Virtualisierung hauptsächlich braucht. Ich habe hier zwei virtuelle Maschinen. Auf dem einen hier läuft ein Serverbetriebssystem. Und auf der zweiten hier ein Client-Betriebssystem, wo ich verschiedene Sachen drauf installiert habe und möchte die beiden jetzt sichern. Man sieht, dass die beiden laufen. Also diese Maschinen hier sind gerade an und ich kann ganz normal damit arbeiten. Hier genauso. Ziel ist jetzt, das Ganze im laufenden Betrieb wegzusichern. Ohne dass ich hier eine Downtime habe. Dazu markiere ich jetzt die beiden virtuellen Maschinen, klicke mit der rechten Maustaste drauf und sage exportieren und gebe jetzt nun einen Ordner auf meiner externen Festplatte an. Habe hier einen Ordner drinnen und mache jetzt einen neuen Ordner, beispielsweise Backup VM und das heutige Datum. Und ich kann noch die Uhrzeit dazu geben. Wähle es jetzt aus und sage Export. Was das Ganze jetzt macht, es sichert die beiden Maschinen in einen eigenen Ordner. Und das ist das Faszinierende dran und auch der Hauptsinn der Virtualisierung. Ich kann jetzt live hier ganz normal auf diesen zwei Rechnern weiterarbeiten. So. Durch den Vorführeffekt gab es jetzt eine kleine Verbindungsschwierigkeit, aber wie man sieht, die Maschine hier läuft, funktioniert und wir sehen hier, dass ein Export durchgeführt wird. Ich kann das Ganze auch über die PowerShell besichtigen, indem ich zum Beispiel sage get vm und sehe hier, dass der Computer exportiert wird gerade. Ich kann auch mit export vm hier eine Sicherung vornehmen, die dann automatisiert im Hintergrund automatisch abläuft. Um die beiden im Backup-Fall wieder herzustellen, wäre es lediglich notwendig, diesen Ordner hier mit dem jeweiligen Server wieder an den Ursprungsort zu kopieren und dann hier über virtuellen Computer importieren, weiter den Ordner auszuwählen und den Computer wieder zu importieren. Anschließend läuft er hier automatisch nach dem Starten komplett gleich weiter. Zum jeweiligen Sicherungszeitpunkt natürlich. Ich kann das hier aber auch genauso auf einem anderen Server oder einem anderen Notebook zu Testzwecken ebenfalls meine virtuellen Maschinen sozusagen wieder hochfahren lassen und kann quasi einen kompletten Server auf einer Festplatte mitnehmen. Es kann sein, dass während des Exports die Maschine ein bisschen langsamer reagiert, wie bei mir kurz vorher zu sehen war, aber grundsätzlich funktioniert das Ganze weiterhin. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.